Wettkampf, bei dem er sich qualifizierte für die Weltmeisterschaften, kam er auf 8.427 Punkte. Er hatte dann in Ratingen zugeschaut, als es da um die WM-Fahrkarten ging. Ganz, ganz knapp, auch Jan-Felix Knobel hatte eine Chance. Hier sehen Sie, wie die Zehnkämpfer miteinander umgehen. Das mag manchmal vielleicht so klingen, als würden wir das ein bisschen heroisieren. Nach dem Motto, ja, wir sind alle eine Familie und man versteht sich gut. Aber es ist schon ein bisschen so. Da nimmt sich keiner zu wichtig in einem solchen Wettkampf. Jeder weiß, was auf dem Programm steht. Jeder weiß, was er zu sagen hat. Carlos Eduardo Chinin aus Brasilien auf der Bahn 2. Dann kommt Ashton Eaton auf der Bahn 4. Der Mann, der 46.03 lief über 400 Meter. Ich sage das nochmal, um das deutlich zu machen, liebe Zuschauer. Michael Schrader hat seine Bestleistung auf 47.66 geschraubt über 400 Meter Hürden. Phänomenaler erster Tag. Wenn Schrader das so durchzieht, liebe Leute, dann ist er auf dem Weg zu 8.600 Punkten. Das hat immer für eine Medaille gereicht. Aber das ist der zweite Tag, der Beginn des zweiten Tages im Zehnkampf ist immer auch der Tag der Spekulationen, der Überlegungen, der Hochrechnungen, logischerweise. Aber die Möglichkeitsform wird bald von der Realität eingeholt. Hier haben wir Elko Sint-Nicolas, die niederländischen Kollegen sitzen neben mir. Ich habe mich nochmal deutlich erkundigt, wie spricht man ihn wirklich aus? Sint-Nicolas, bitte. Und damit machen wir also diesbezüglich auch nichts verkehrt. Das ist Damian Warner, der sollte bitte im Fokus bleiben. Der hat bei den Olympischen Spielen als Fünftplatzierter mit 6 persönlichen Bestleistungen seine Punktzahl von 8.107 auf 8.442 verbessert und kann dies nochmal tun. Rico Freimuth aus Halle. Damit sind die beiden Kumpels, die ja in einer WG leben, mit dem Boxer Künstl zusammen. Wer da kocht, das ist nicht klar. Freimuth sagt zwar, er tut's, aber meistens macht's die Mensa, die Küche, die das Mittagessen und das Abendessen zur Verfügung stellt, was auch vernünftig ist, denn kochen, gut kochen, das kostet auch Zeit. Michael Schrader. Rico Freimuth, das ist seine Disziplin, die 110 Meter Hürden. Schrader sagt immer, irgendwann packe ich den Rico über 110 Meter Hürden. Rico Freimuths Rückenproblemen ist der 110 Meter Hürdenlauf auch so eine Disziplin. Da muss er durch. Er kann ja klar unter 14 Sekunden laufen. Schrader unter 14, das wäre ein Wahnsinn. Aber möglich ist es. Schrader auf der Bahn 4, Freimuth auf der 9. Eaton auf der 3. So, Michael Schrader, das ist nicht optimal, wie er rauskam. Eaton ist da im Augenblick vorne. Freimuth läuft auch noch gut. Er kommt auf den letzten Hürden eigentlich immer ganz gut. Michael Schrader muss kämpfen, muss kämpfen. Oh, Eaton ist vorne. 13,92 für Ashton Eaton. Das ist die Ansage. Und damit ist eines auch klar, liebe Zuschauer, es läuft auf Ashton Eaton hinaus. In diesem Moin liefer 14,68, jetzt 13,92. Das ist jetzt eine Zeit, die ist so zwischen dem, was er kann. Er war schon besser, er war auch schon schlechter, aber die Abteilung Deutschland ist in die 110 Meter Hürden jetzt nicht unbedingt mit einem Kracher reingegangen. Das muss man festhalten. Und um Schrader habe ich kurz mal richtig gefürchtet. Das sah fast so aus, als hatte er Mühe, die Hürden zu packen. Da tritt er einmal unglaublich rein. Boah, aber auch Warner mit dem Schwungbein richtig voll auf die Kante drauf. Freimuth 13,90, das ist gut. Das ist eine prima Leistung von Rico Freimuth. Das ist genau das, was er kann. Das ist kein Ausbrecher nach oben, das ist kein Abrutsch nach unten. Ashton Eaton mit 13,72 waren sogar für Ashton Eaton. Das ist natürlich eine bittere, eine feine Klinge.